Blumenhockheil produziert Dämmstoffe, die auf dem Acker wachsen. Aus Hanf. Heute ist sie Chefin von 60 Mitarbeitern. Begonnen hat alles in den 90er Jahren mit einem kleinen Unternehmen und 3 Mitarbeitern. Mit Hanf bauen, damals undenkbar. Der Weg nicht immer leicht. Sie müssen sich einfach vorstellen, da kommt eine Frau in einer männerdominierten Welt und blond und noch dazu mit einem Dämmstoff aus Hanf. Und dass da natürlich belächelt wirst oder dass es da Widerstände gibt, das ist ganz normal eigentlich. Ursula Sladek hat das Schwarzwaldstädtchen Schönau zur ersten atomstromfreien Gemeinde in Deutschland gemacht. Zu einem Symbol für saubere, umweltfreundliche Energie. Die Gründerin und Chefin der Elektrizitätswerke Schönau hat sich dafür mit der Energiebranche angelegt. Es war wirklich ein langer und harter Kampf. Und doch, es gab schon Momente, wo ich auch überlegt habe, aufzugeben. Das war zum Beispiel, wenn ich über einen längeren Zeitraum nur 3 bis 4 Stunden Schlaf in der Nacht gekriegt habe, weil wir immer so viel gearbeitet haben. Und dann musste ich morgens aufstehen, um die Kinder in die Schule zu bringen. Und da war ich so fürchterlich müde. Also das war schon an die Grenzen der Belastbarkeit. Eine Geschichte über 2 Frauen und eine Auszeichnung. Den mit 500.000 Euro dotierten Deutschen Umweltpreis. Begründung der Jury: Die beiden Frauen haben Widerstände überwunden, sind neue Wege gegangen und zum Vorbild für andere geworden. Auslöser des Engagements für Ursula Sladek war die Katastrophe in Tschernobyl. Am 26. April 1986 kommt es im ukrainischen Atomkraftwerk zu einer Kernschmelze. Der Reaktor explodiert. Der GAU, der größte anzunehmende Unfall, ist eingetreten. Hunderte Personen werden akut verstrahlt. Bei Zigtausenden wird es zu Spätfolgen kommen. Die Sladeks, damals eine junge Familie ohne besondere politische Ambitionen. Wenige Jahre vorher waren sie nach Schönau ins idyllische Schwarzwälder Wiesental gezogen. Doch der atomare Fallout macht vor der unberührten Natur nicht Halt. Er verseucht Beeren, Pilze und Wild. Heute blicken sie zurück. Ursula Sladek, gelernte Lehrerin, und ihr Mann Michael, Arzt in Schönau. Ihre Lebensplanung sah nicht vor, das Energieversorgungsunternehmen EWS zu gründen. Doch Tschernobyl sollte ihr Leben verändern. Also zunächst habe ich das in Tschernobyl gar nicht auf uns bezogen, weil es ja so weit weg war. Aber dann hat man ja gesehen, 2000 Kilometer, das ist nicht weit genug weg, als dass die Radioaktivität nicht auch hierher kommt. Natürlich haben wir darauf geachtet, was die Kinder gegessen haben. Auf einmal war Konservenkost, was man ja vorher eigentlich abgelehnt hat, etwas, was erstrebenswert war, oder auch Tiefkühlkost, die vorher vor dem Unfall eingefroren war. Ja, das hat schon auch auf das tägliche Leben natürlich eingewirkt. Damals spenden viele Bürger für kranke Kinder in Tschernobyl. Doch einige wollen mehr tun. Ursula Sladek, ihr Mann und andere gründen eine Bürgerinitiative. Eltern für atomfreie Zukunft. Sie veranstalten zunächst Stromsparwettbewerbe. Die Landesschau berichtet. Der Jahresverbrauch 88 wurde mit dem des Vorjahres verglichen. Einige Teilnehmer haben um bis zu 40% reduziert. Alle zusammen brachten es auf 10%. Im Schneckentempo dreht sich bei den Föhrenbachs der Stromzähler. Die Föhrenbachs haben nicht etwa weniger Elektrogeräte, sie gehen nur anders damit um. Beispiel: Die Kartoffeln sind gar, Platte aus und die Hitze reicht dann immer noch für Spiegeleier. Strom sparen, um so auf Atomkraft verzichten zu können. Der Gedanke von Ursula Sladek und ihren Mitstreiterinnen damals. Wir haben also angefangen, Energie einzusparen, mal zu sehen, geht das überhaupt? Kann man das in einem Maßstab, der wirklich erheblich ist, ohne dass sich dadurch jetzt das Leben verändert, ohne dass man vielleicht nur noch kalt isst oder mit schmutzigen Kleidern rumläuft? Das wollten wir natürlich auch nicht. Unterstützung erhoffen sie sich von den Kraftwerken Rheinfelden, kurz KWR, zuständig für die Energieversorgung in Schönau.
Wir sind damals zum KWR gegangen, haben ihnen unsere Pläne bezüglich des Energiesparens erzählt und haben gefragt, ob wir Stromzwischenzähler bekommen können, also alte Stromzähler, die wir dann als Zwischenzähler nutzen könnten. Und da hat die KWR gesagt, also ganz bestimmt nicht, weil sie wollten Strom verkaufen und keinen sparen. Und wir wären ja sozusagen geschäftsschädigend. Wir könnten froh sein, wenn sie nicht gegen uns vorgehen. In den 90er Jahren läuft der Konzessionsvertrag der KWR mit Schönau für das Stromnetz aus. Der Versorger rechnet damit, dass der Vertrag verlängert wird. Ohne ihn gehe es ja wohl nicht, glaubt die KWR. Außer ihnen gibt es ja gar niemand, der die Stromversorgung in Schönau machen wollte oder könnte. Und das war genau der Punkt, wo wir gedacht haben, meine Güte, was ist das für eine Arroganz der Macht? Da müssen wir etwas dagegen tun. Und dann entstand die Idee, wirklich ganz konkret unser eigenes Stromversorgungsunternehmen aufzubauen. Und ohne die Struktur, sprich Stromnetz, in die eigene Hand zu bekommen, war eigentlich eine Umsetzung von Energiesparen und all die Dinge, die dann noch dranhängen, war nicht möglich. Deswegen musste man konsequenterweise das Stromnetz kaufen. Aus den harmlosen Stromsparern werden plötzlich ambitionierte Gegner der Kraftwerke Rheinfelden. Doch Gemeinderat und Bürgermeister sind von ihrer Idee, das Netz zu übernehmen, nicht überzeugt. Sie warnen davor, Laien ein Stromnetz in die Hand zu geben. Die Lichter würden ausgehen, der Strom massiv teurer werden. Die Stimmung in Schönau angespannt. Die Gräben sind tief, gehen quer durch den ganzen Ort. Sogar Familien untereinander sind zerstritten. Mit Witz und Fantasie werben die Stromrebellen für ihre Ziele. Stromrebellen. Unter diesem Namen sind sie inzwischen bundesweit bekannt geworden. Ein zähes Ringen hat begonnen. Und eine Reise ins Ungewisse. Die Gemeinschaft war ganz wichtig, aber dazu kam noch, dass wir im Laufe der Zeit so etwas wie ein Symbol in der Anti-Atom-Bewegung geworden waren. Das heißt, wir hatten auch wirklich Verantwortung übernommen. Wir durften nicht scheitern. Das war zwar manchmal auch ein wahnsinniger Druck, aber es hat auch geholfen, nicht aufzugeben, weil wir wussten, es schadet der ganzen Bewegung, wenn wir scheitern. Ganz Deutschland blickt zu dieser Zeit nach Schönau. Bleibt das Netz bei der KWR? Wer dagegen ist, muss jetzt mit Nein stimmen. Endlich die Entscheidung. Die Mehrheit der gültigen Stimmen hat die Frage des Bürgerentscheides mit Nein beantwortet. Der Beschluss des Gemeinderates vom 20. November wurde damit bestätigt, einen Konzessionsvertrag mit EWS abzuschließen. Danke Ihnen. Ich bin aber heute noch mordsstolz auf die Schönauer, dass sie trotz dieser Unwägbarkeiten gesagt haben, ja, das ist wichtig, wir übergeben der EWS, den Elektrizitätswerken Schönau, die Stromkonzession und haben dafür gestimmt, dass wir die Stromversorgung in Schönau machen. Umweltfreundlicher Strom aus Schönau treibt auch die Maschinen der Firma Hock in Nördlingen an. Unsere Philosophie ist, dass wir so viel wie möglich tun wollen, um die Umwelt nicht zu schädigen. Und dazu gehört natürlich auch der Naturstrom. Und wir wollen, dass Energie gespart wird. Weil wir meinen, dass wir die Energiewende nur dann schaffen, wenn wir anfangen, Energie zu sparen. Und das geht mit Hanf und beginnt schon bei der Herstellung. Die Produktion der Dämmmatten benötigt viel weniger Energie als bei konventionellen Materialien. Zunächst mischen sie eine stützende Faser zum Hanf. Bisher waren diese chemisch, hergestellt aus Kunststoffabfällen. Inzwischen haben sie eine Methode entwickelt, Fasern aus Maisstärke zu verwenden. Damit ist die Hanfdämmung zu 100% biologisch abbaubar. Auf alten Maschinen entsteht ein neues Produkt. Aus einem uralten Material, das zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten war. Bis Carmen Hockheil aus Karlsruhe den Hanf in die Finger bekam. Es gibt immer Bedenken, wenn man etwas nicht kennt. Also, und der Rohstoff Hanf, der war ja
ganz neu. Und als ich dann damit angekommen bin und gesagt habe, ich möchte daraus einen Dämmstoff herstellen, da hat man natürlich erstmal Bedenken gehabt, ja. Und dann musste das alles geprüft werden. Die Wärmeleitfähigkeit, dann die Schimmelbeständigkeit und diese Brandproben musste auch gemacht werden. Die gelernte Arzthelferin ist begeistert von den Eigenschaften des Hanfs. Er hält im Winter die Wärme im Haus und im Sommer die Hitze draußen. Und das, so sagen Experten, besser als andere Materialien. Noch ein Vorteil, der Hanf kann viel Feuchtigkeit aufnehmen, reguliert so das Raumklima und ist resistent gegen Schimmelpilz. Weil die Fasern kein Eiweiß enthalten, können Schädlinge wie Motten und Käfer dem Hanf nichts anhaben. Eine chemische Imprägnierung ist daher nicht notwendig. Gute Eigenschaften. Und doch gelingt es Carmen Hockheil oft nur mit Mühe, andere davon zu überzeugen. In der Baubranche war das natürlich schon schwierig, sich durchzusetzen. Da hat man viel Aufklärungsarbeit machen müssen. Und man hat zeigen müssen, dass man durchhält. Immer wieder präsent ist auf Messen, sodass die Kunden einem immer wieder gesehen haben. Sonst hätte man das gar nicht geschafft. Das ist die Pflanze, für die Carmen Hockheil schwärmt. Hanf ist anspruchslos, wächst fast überall. Praktisch, er wurzelt sehr tief, holt sich von tief unten seine Nährstoffe. Dünger braucht Hanf daher nicht. Und auch chemischer Pflanzenschutz ist nicht notwendig. Denn Hanf wächst so schnell, dass Schädlinge ihm kaum etwas anhaben können. 3 bis 4 Meter innerhalb von 100 Tagen. Umweltschutz bereits auf dem Feld. Auch aus diesem Grund. Beim Wachsen bindet der Hanf viel klimaschädliches Kohlendioxid. Mehr als später bei der Herstellung der Dämmstoffe wieder freigesetzt wird. Hanf, eine Pflanze voller Legenden und Vorurteile. Am Tag, als wir drehen, hält die Polizei Stefan Specht an. Der Baubiologe ist für die Firma Hock regelmäßig mit dem Auto in ganz Deutschland unterwegs, um Kunden zu besuchen. Das ist bei meinem Auto eigentlich ganz normal, dass wenn Sie das Gleisblatt sehen, ist es eigentlich regelmäßig, dass ich so einmal im Monat angehalten werde und dann dementsprechend nach Aufklärungsarbeit, wo man immer versucht, Prospekte in die Hände druckt, trotzdem noch zum Drogentest vorgeladen wurde. Werden Sie oft gefragt, ob man Ihren Dämmstoff auch brauchen kann? Das ist die häufigst gestellte Frage. Und was sagen Sie dann? Man kann es rauchen, aber es bringt nicht so viel, wie wenn man 5 Bier trinkt. In Deutschland darf heute nur rauschgiftarmer Hanf angebaut werden. Der Drogenbestandteil THC wurde herausgezüchtet. Hierzulande war der Hanfanbau bis 1996 verboten. 1996, das Jahr, in dem die Schönauer ihre Kampagne Ich bin ein Störfall starten. Sie sammeln Geld, denn noch sind nicht alle Probleme gelöst. Für das Stromnetz verlangt die KWR viel Geld. Zu viel, wie später ein Gericht feststellen wird. Aber die Summe kommt zusammen. Die aufmüpfigen Bürger von Schönau sind im deutschen Energiebetrieb ein echter Störfall geworden. Endlich, 1997, übergibt die KWR das Netz mitsamt Kunden an die EWS, die Elektrizitätswerke Schönau. Die erste atomstromfreie Gemeinde in Deutschland und das in der Hand der Bürger. Der Schlüssel zum Erfolg? Hartnäckigkeit und Sachlichkeit. Indem wir einfach auch auf Schläge unter die Gürtellinie gar nicht reagiert haben, sondern einfach unsere Argumente vorgebracht haben. Und ich glaube, das ist sehr gut. Und wir könnten heute, glaube ich, Politiker beraten bei Wahlkämpfen. So viel haben wir da gelernt. Aber das ist für mich, war jetzt einfach das auch so eine Grundeinstellung, die man hat, dass man sagt, man hat eine gewisse Versöhnungshaltung. Das ist nicht so ganz einfach, war in der Gruppe nicht ganz einfach, wenn so Emotionen geschürt sind und sagen, ja komm, jetzt ziehen wir sie trotzdem runter und wir gehen souverän da hinein. Die Elektrizitätswerke Schönau blicken in der kurzen Zeit ihres Bestehens auf eine bewegende Geschichte zurück. Diese schildert der Film Das Schönauer Gefühl.
Das Schönauer Gefühl ist ein ganz besonderes. Das heißt einfach, ich als Bürger, ich kann etwas bewegen, ich kann etwas erreichen. Ich bin nicht unbedingt darauf angewiesen, dass die Politik etwas macht oder die Energieversorger. Ich kann auch aus eigener Kraft zusammen mit anderen die Welt verändern. Inzwischen exportieren sie es sogar, das Schönauer Gefühl. Etwa nach Japan. Als nach dem Erdbeben in Japan der Tsunami das Atomkraftwerk in Fukushima zerstört und es zu einem GAU kommt, wehren sich auch dort die Menschen, beginnen für umweltfreundlichen Strom zu kämpfen. Und wie das geht, darüber informieren sie sich, auch im Schwarzwald, bei den Stromrebellen. Die Schönauer als Mutmacher. Das sagt natürlich dann auch anderen, naja, wenn die Schönauer das können, warum sollten wir das nicht können? Und gerade in Japan ist das im Moment ganz wichtig, dass den Menschen dort Mut gemacht wird. Die Nachfrage nach Ökostrom steigt angesichts der Katastrophe in Fukushima auch in Deutschland sprunghaft an. Jetzt kaufen noch mehr Bürger ihren Strom bei der EWS. Bundesweit mehr als 150.000 Kunden. Viele sind an der EWS sogar beteiligt. Die Genossenschaft mit rund 3.000 Mitgliedern schreibt schwarze Zahlen. Die Rebellen von damals sind erfolgreiche Unternehmer geworden. Die Bürger wollen mit ihrem Geld was Vernünftiges bewegen. Da hat natürlich die Finanzkrise und die ganzen Auswirkungen der Anteile. Aber die Leute haben das Gefühl, man hat auch eine Verantwortung für sein Geld. Wo gebe ich es hin? Wo lasse ich es hinfließen? Für uns ist das Wichtigste, dass wir etwas bewegen. Das ist unser Antrieb, weshalb wir das hier alles machen. Wir sind ja keine Stromverkäufer, um jetzt Gewinne zu machen. Aber natürlich ist es dennoch so, dass wir Gewinne machen und das seit Jahren. Und das erlaubt uns natürlich dann auch viele Dinge umzusetzen, die wir ohne Geld nicht umsetzen könnten. So hat sich die EWS zum Beispiel dafür eingesetzt, dass etliche kleine Wasserkraftwerke wieder laufen. Die alten Webereibetriebe sind längst verschwunden. Doch die Turbinen für die Energiegewinnung sind geblieben, werden weiter genutzt. Die Verankerung in der Region, für die Schönauer sehr wichtig. Die erneuerbaren Energien, das sind eben dezentrale Energien. Wenn die Kraftwerke dort gebaut werden, wo immer es möglich ist, wo auch der Strom verbraucht wird, dann ist es auch viel einfacher, den Strom, die Stromproduktion und den Stromverbrauch miteinander in Einklang zu bringen. Das ist ja auch ganz wichtig. Seit Beginn ermutigt die EWS Einzelpersonen und Firmen dazu, selbst Strom zu erzeugen. Sie fördert etwa Photovoltaikanlagen oder Blockheizkraftwerke im eigenen Keller. Bislang entstanden weit über 2000 dezentrale Rebellenkraftwerke. So nennen die Schönauer diese Anlagen in Erinnerung an ihre wilden Jahre. Einer der ersten, der sich zu einem eigenen Kraftwerk entschloss, war der Schönauer Gastwirt Walter Kahle, ein gestandener Schwarzwälder. In seinem Restaurant Vier Löwen trafen sich damals die Stromrebellen. Seine Motivation? Eine tiefe Verbundenheit zur Region und Natur. Ich bin ein begeisterter Pilzsucher, koche auch gern mit frischem Gemüse und Salate. Und wo Tschernobyl hochgegangen ist, durfte mir ja im Schwarzwald keine Pilze mehr suchen. Und das hat mir schon arg weh gemacht. Oder der schöne Kaiserstühler Kopfsalat wurde untergepflügt. Und dann hat es bei mir einfach so eine Umstellung gegeben im Denken. Und so bin ich dann auf die ökologische Schiene gekommen. Die gesamte Energie für Restaurant und Hotel erzeugt sein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk im Keller. Überschüssigen Strom speist er in Schönauer Netz ein. Eine Investition, die sich längst finanziell bezahlt gemacht hat. Am Anfang waren viele Gegner skeptisch. Bei dir wird es flackern im Haus und werden mal ab und zu keinen Strom haben. Das klappt alles wunderbar. Skeptische Blicke erntet auch Carmen Hockheil immer wieder mit ihrem Hanf. Ihre Matten werden auch exportiert, etwa nach Frankreich. Dort ist man Hanf gegenüber deutlich aufgeschlossener. Neben Dämmstoff stellt das Unternehmen auch ökologischen Putz und entsprechende Farben her.
Umweltfreundliches Bauen ist bislang eine Nische. Gerade spekuliert die Chefin von 60 Mitarbeitern auf einen Großauftrag aus dem Ausland. Wenn sie diesen bekommt, würde das dem Hanf auch in Deutschland weiterhelfen. Und am 17. kommt eine norwegische Delegation. Okay, alles klar. Dann musst du dich ums Essen kümmern. Ja, mach ich. Um was es bei dem Auftrag genau geht, hält sie geheim, auch uns gegenüber. Schließlich möchte sie mögliche Konkurrenten nicht darauf stoßen. Sie verrät nur so viel. Die norwegische Delegation, die kommt zu Besuch. Die will unser Werk besichtigen. Da geht es um eine große Baustelle in Norwegen. Ja, also bis jetzt ist es so, dass Thermohanf, weder Thermohanf noch unsere Lehmprodukte in so einem namhaften Gebäude eingebaut wurde. Und es wäre natürlich schon, das hätte schon eine Signalwirkung. Auf Kommune zum Beispiel. Wie hat eigentlich alles angefangen? Für uns sucht Carmen Hockheil nach alten Prospekten und Bildern aus der Anfangszeit. Ursprünglich komme ich aus einer Zimmerei. Ich bin quasi mit dem Geruch von Holz groß geworden, sozusagen. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass die Mitarbeiter Probleme bei der Verarbeitung von herkömmlichen Dämmstoffen hatten. Wenn die Produkte über Kopf verarbeitet wurden, dann ist das, sind die Fasern in die Augen gerieselt und haben natürlich juckt und gekratzt. Damals war der Firmensitz noch in ihrer alten Heimat, in Karlsruhe-Stutensee. Carmen Hockheil hatte den Zimmereibetrieb von ihrem Vater übernommen. Ein Freund im Badischen beschäftigte sich mit Nutzhanf. Als der Anbau wieder erlaubt wurde, war das für sie der Auslöser. Dieser Freund hat mir dann irgendwann Fasern gezeigt, also Hanffasern. Und dann habe ich gesagt, Mensch, da könnte man doch einen tollen Dämmstoff herstellen aus diesen Fasern. Es juckt nicht, es kratzt nicht, es ist Natur. Und dann fand ich natürlich auch überzeugend, dass der Hanf ohne chemische Pflanzenschutz angebaut wird. 2 Jahre experimentiert Carmen Hockheil mit Hanf, ohne zu wissen, ob am Ende der Erfolg steht. Eine Unternehmerin durch und durch. Ja, ich denke, dass man mir das bei der Geburt mitgegeben hat. Also, ich habe ja noch 3 Geschwister und ich habe schon immer Verantwortung übernehmen müssen. Und deswegen, für mich ist das Unternehmertum, also etwas unternehmen, ganz normal. Mitarbeiter Stefan Specht auf Kundenbesuch. Das Haus ist mehrere hundert Jahre alt. Sein Besitzer renoviert es in liebevoller Detailarbeit. Mit dem geht's schon. Okay. Das ist aber meins. Da oben können wir noch ein bisschen reinstopfen, da hinten. Spürst gut. Das ist so einfach zu verarbeiten. Er ist überzeugt, mit Hanf den richtigen Dämmstoff zu verwenden. Es ist ein natürliches Baumaterial. Man sieht es schon, wenn man mit dem Hanf arbeitet, wie angenehm das zu arbeiten ist. Ich habe mal ein Haus gebaut, ein eigenes mit anderem Baumaterial. Das ist furchtbar, also mit Isoliermaterial. Kein Jucken, keine allergischen Reaktionen. Hanf kann man mit bloßen Händen verarbeiten. Nachteil, er ist rund doppelt so teuer wie herkömmliche Dämmmaterialien. Wegen der Kosten haben es natürliche Stoffe wie Hanf bisher oft schwer, stellt Carmen Hockheil immer wieder fest. Die Bundesregierung fördert Wärmedämmung, unabhängig davon, ob natürliche oder konventionelle Materialien verwendet werden. Was mich stört, ist, dass solche Kriterien wie zum Beispiel der Energieverbrauch zur Herstellung eines Produkts, in dem Fall ist ein Dämmstoff, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Also dass die ökologischen Kriterien, Bewertungskriterien, überhaupt nicht herangezogen wäre zur Förderung. Und dann ist auch in den Förderkriterien das Entsorgungsproblem nicht berücksichtigt. Wenn Sie mal davon ausgehen, dass im Jahr, jedes Jahr in Deutschland 30 Millionen Kubikmeter Dämmstoffe verbaut werden und davon 95% sind konventionelle Dämmstoffe, da frage ich mich, wo entsorgen wir das irgendwann? Das ist ja heute schon Sonder- und Mischmüll. Umso größer die Freude über ihre Auszeichnung mit dem Deutschen Umweltpreis.
Ich freue mich da natürlich ganz arg drüber. Insbesondere, weil das auch eine Art Anerkennung der Leistung ist, die ich zusammen mit meinem Team vollbringen konnte. Ich freue mich halt wahnsinnig. Haben Sie damit gerechnet? Nein, überhaupt nicht. Wie war denn der Moment, als Sie das erfahren haben? Ja gut, da denken Sie erst einmal, irgendwas, die Welt steht still sozusagen. Ich freue mich auch für meine Mitarbeiter, die das Ganze mitgetragen haben über die Jahre. Und es waren nicht immer nur gute Zeiten. Ne? Super Job. Freude auch in Schönau. Ursula Sladek hat schon viele Preise für ihr Engagement entgegengenommen. Sogar von US-Präsident Obama im Weißen Haus. Doch der Deutsche Umweltpreis, das ist etwas ganz Besonderes. Der Preis ist natürlich für uns eine ungeheure Bestätigung unserer Arbeit. Und ich denke, es ist nicht nur ein Preis für mich oder die EWS, sondern es ist irgendwie auch ein Preis für die ganze Anti-Atom-Bewegung und für die Energiewende-Freunde. So sehe ich das. Und auch ein bisschen ein politisches Signal. Am Schönauer Modell orientieren sich inzwischen viele Städte und Gemeinden. Sie wollen ihr Stromnetz selbst betreiben, mit Bürgerbeteiligung. Dabei will und kann die EWS helfen. Die umweltfreundlichste Kilowattstunde ist die gesparte, sagt Ursula Sladek. Und obwohl der Atomausstieg inzwischen beschlossen ist, müsse man für die Energiewende noch viel tun. Den Atomausstieg will offiziell jeder, aber es ist trotzdem die Frage, wie konsequent wird das denn angegangen und umgesetzt? Und da vermisse ich natürlich durchaus bei der Regierung und den großen Energieversorgern den Willen, das so schnell wie möglich zu machen. Die Spinner aus dem Schwarzwald. Sie sind längst salonfähig geworden. Das haben wir gesagt, auf jede Stimme kommt es an. Die Stromrebellen. Auf diese Bezeichnung sind sie auch ein bisschen stolz. Ja, ich glaube durchaus, dass wir rebellisch sind. Nicht nur wir beide, sondern durchaus die ganze EWS-Gruppe. Das merkt man daran, dass wir Dinge nicht einfach hinnehmen als gegeben, sondern sagen nein, gucken dahinter und sagen dann, so kann das nicht sein, da muss was geändert werden. Und dann machen wir uns auch dran, das zu ändern. Also das ist das Rebellische, glaube ich, dass man nicht einfach sagt, ist halt so. Zwei Frauen, die gegen viele Widerstände für ihre Visionen kämpfen. Die sich nicht beirren lassen, sondern beharrlich ihre Ziele verfolgen. Die aktiv werden, anstatt die Hände in den Schoß zu legen.